Da ist der Beat von sail.ch. Wir sind jetzt hier im Prüfungsgebiet von Schmerken am oberen Zürichsee. Wenn wir Kandidaten haben aus dem Kanton St. Gallen, dann kommen wir hier hin. Das ist Strandhotel. Der erste Steg, den wir hier machen, sehen wir dann und alle anderen Stege auch in der Folge. Ich wünsche viel Vergnügen. Also wir sind jetzt hier beim Strandhotel, rechte Seite, und wir legen hier den Steg. Wir fahren hier schön in die Mitte, nehmen das Standgas, nehmen das Gas raus, lassen uns führen treiben und dann nehmen wir den Retourgang hier. Wir haben hier ein bisschen wenig Platz, bis er zieht ein bisschen hinter, dann drehen wir nach links ab. So. Dann haben wir schön den Winkel. Wir haben da nicht sehr viel Platz, darum Vorwärtsgang hier. 50 Grad haben wir wieder. Fahren drauf zu. Dann nehmen wir den Gang raus, schlagen einschlagen, Vorwärtsgang hier. Nehmen wir den Gang raus, weil wir sind vielleicht ein bisschen weit weg. Lassen uns schön andriften. Dann 1 Grad umbremsen. Dann sind wir da. Dann können wir ein Glas essen im Strandhotel. Gut, dann legen wir ablegen und gehen noch retour das Manöver machen. Das gleiche. Gehen dann Winkel an. Ein Gas geben, dass er läuft. Und dann führen wir einschlagen voll. Auskorrigieren, dann sind wir da. Also leider ist es ein bisschen eisig, aber an dieser Stelle, dort hinten, würde man normal eine 90-Grad-Landung machen. Also mit direktem Drehen oder mit 90 Grad Landung und dann ankommen. Können wir jetzt aber nicht machen, weil es einfach zu eisig ist. Also wir kommen jetzt hier für den Hafen, auf die andere Seite. Wir müssen hier ein bisschen in einen Winkel fahren, weil es gesetzt sagt, auf dem kürzesten Weg, die 150 Meter, also wir sind beim Strand rausgefahren. Wir fahren jetzt hier eigentlich in einem 45 Grad Winkel in einen Hafen. Und dann machen wir eine Box oder zwei Boxen vorwärts rückwärts. Schnell den Gang rausnehmen. Dann fahren wir hier die Box hier. Da wieder zwei Fender am besten. Gehen hier in die Mitte. Gehen stoppen. Gehen vorwärts hier. Also, jetzt sind wir genau vor der Box. Dann voll rechts einschlagen. 1 Sekunde. 2 Sekunden Retour und links einschlagen. 1 Sekunde, 2 Sekunden vorwärts rausnehmen. Dann bleiben wir meistens gerade vor Ort. 1 Sekunde, 2 Sekunden. So. Dann gerade stellen, den Motor noch ein bisschen überdriften lassen und dann fahren.
dann bremsen. Jetzt sind wir drin. Jetzt kehren wir fahrt rückwärts raus, kehren und fahrt rückwärts ein. Gerade rausfahren, dann nehmen wir den Gang raus, dann zum Beispiel nach links einschlagen und vorwärts ziehen, dann drehen wir den Gang um. Nehmen wir den Gang raus wieder, voll rechts einschlagen und wieder durch. Gang raus, voll links einschlagen und vorwärts. Gang raus, voll rechts einschlagen und rücken. Gang raus, voll links einschlagen und rücken. Dann sind wir gerade, gerade heben und dann rückwärts hier fahren. Wären wir da. Also wir legen jetzt hier anlegen, vorwärts Steuerbord an die zwei Pfosten. Das ist einer beliebt hier der Prüfung. Weil am Rand ist ziemlich untief, also machen Sie es da drauf zu. Wir fahren also wieder etwa 50 Grad gegen den ersten Pfosten oder ein bisschen vor dem ersten Pfosten. So. Nehmen den Gang raus, einschlagen und ein. Nehmen den Gang raus und bremsen. Ein bisschen sportlich. So. Gut, dann sind wir da. In der Mitte. Dann können wir es gleich nach Retour machen. Das ist der Hafen vom Hotel Bad am See. Gerade von Schmeriken, gerade beim Bahnhof zu. Da hat es auch schöne Gästeplätze, also wo man liegen kann. Wieder 50 Grad hier auf den Pfosten zu, auf den ersten. Sind jetzt ein bisschen steiler. So, dann voll einschlagen, genug Abstand, Gang raus und bremsen. So. Auskorrigieren. So, dann bin ich da. Jetzt gehen wir da noch in die Boxen rein. Sehr beliebt ist, dass man eine Buglandung zuhinterst hinten macht und dann nachher hohe Schiffboxen fahren. Leider ist da gefroren jetzt. Also wir haben Eis auf dem See, bald kommt die nächste Seegefrorene da auf dem See, also können wir das nicht machen. Also wenn wir da weiterfahren, sehen wir wieder das Eis, gehen wir da also in eine Box hier. Die sind aber auch relativ easy da. Da vorne haben wir dann natürlich ein bisschen weniger Platz. Also da vorwärts in die Box. Dann wieder raus. So. Also jetzt machen wir da noch ein Steuerbord vorwärts. An den Steg hin. 50 Grad anlaufen. Anfahrtweg. Dann einschlagen und
und vorwärts ziehen. Gang raus, nach Leanne driften lassen, eine gerade und bremsen. Bug kommt ein bisschen mehr, also drehe am Bug nach, dass ich wieder gerade ankomme. Und wieder. Wir kommen hier zur Schiffsfahrtskontrolle in Schmericke. Wo die Prüfung anfängt und aufhört. Schön 90 Grad, mit 10 km. Da gibt es zwei Möglichkeiten für den Schluss, dass wir hier da an diesen Steg geradeaus gehen. Und wenn es dort keinen Platz hat, hat es noch einen kleinen Steg ganz links. Wir zeigen jetzt schnell beides, wie man das machen könnte. Nehmen wir den Gang raus und abdrehen. Also die Wand vorne hat eigentlich Platz auch für zwei Schiffe. Aber es wird dann schon ein bisschen enger und dann muss man ein bisschen einzirkeln. Wir fahren ab 50 Grad an. 50 Grad anfahren und dann eine Steuerbordlandung vorwärts. Gang rausnehmen. Voll einschlagen. Vorwärtsgang. Gang raus, warten, bis an den Pfiffen, gerade stellen und retour. Dann driften wir an. Dann können wir anbinden. Da im Kanton St. Gallen müssen wir den Motor laufen lassen, bis er festgebunden ist. In Zürich tun wir das immer umgekehrt machen. Zuerst abstellen und dann festbinden. Würden wir hier die 50 Grad anlegen. Haben wir da 50 Grad. Gang raus und bremsen. So. Gut. Manchmal tun sie auch den kleinen Steg da anlegen. Das ist eigentlich noch die andere Alternative. Da zum Ablegen müssen wir wenden über den Bug und dann zeige ich noch den letzten Punkt dort hin. Bremsen wir da. Dann können wir von links und vorwärts ein bisschen. Rechts und retour. Links und vorwärts. Und dann sind wir da. Das ist also die 90 Grad Landung. Jetzt legen wir noch ablegen da nochmal gerade. Wenn wir am Anfang kommen, dann müssen wir einfach schauen, dass wir da hinten ringsum kommen. Dann müssen wir dann ein bisschen sagen. Fahrt da so. Und dann können wir drehen und wegfahren. Also gut, da haben wir den Lindkanal. Das ist die Verbindung zum Wallensee. Der ist 17 km lang, da kann man auch schön sich abtreiben lassen oder ruhig und runterfahren, muss man aber einen Obolus zahlen von 100 Franken. Was aber wichtig ist für unsere Prüfung, ist, dass der manchmal Strömung bringt. Also, dass wir als nächstes Manöver teilweise starke Strömung haben und darum ein bisschen das müssen beachten, dass wir rumkommen. Oder nicht, oder früher rumsteuern oder anders ansteuern etc. Also, da müssen wir ein bisschen aufpassen, ob es wirklich starke Strömung hat oder nicht. Also, wir machen jetzt an diesem Steg ein Vorwärtssteuerbord. Heute ist es praktisch strömungsfrei. Da passiert nicht sehr viel. ...45 Grad anfahren. Warten. Einschlafen, Vorwärtsgang rein.
warten, bis wir parallel sind, 1 Grad und bremsen. Und stopp. Gut, jetzt können wir hier wieder ablegen. Und machen noch das Retour-Steuerrad. Also rückwärts Steuerbord mit 50 Grad, mindestens. Wir fahren da. Am Anfang können wir ein bisschen mehr Gas geben, bis das Schiff läuft. Heute ist es ziemlich ruhig. Und dann gehen wir ins Lager. Gang raus. Und also, wir sehen jetzt hier einen Müller, GMS Müller, die haben einen kleinen Hafen, dort hat es Boxen, die sind eigentlich relativ einfach, man sollte einfach nicht zu viel Abstand nehmen von der Box, weil sonst fährt man sehr lang rückwärts oder vorwärts und hat dann ein Problem, also relativ nah bei der Boxen bleiben. Da einen auf dieser Seite haben wir den Helbling. Mit viel Platz. Wir machen jetzt hier zuerst das rückwärts Backboard und dann gehen wir in den Hafen rein, gehen Boxen fahren. 50 Grad anfahren. Abdrehen. Und bremsen. Jetzt können wir es noch ganz parallel stellen, voll links und ein bisschen retour. So, mal ein bisschen vorwärts, so, gut, jetzt sind wir da. Meistens, wenn sie da auf einen gewissen Punkt hinfahren, also dass er irgendwas anlegt oder in die Mitte vom Steg, dass wir da fahren. Okay, dann gehen wir rein gehen Boxen fahren. Es ist eigentlich sehr eng, wenn es nicht stimmt, dann müssen wir hier korrigieren. Korrigieren, wie immer, Türe fahren, nach rechts drehen, voll. Gang raus, voll links und retour. So, jetzt können wir ein bisschen weiter hinten ziehen. Müssen wir ihn halt hier richten. Dann fahren wir hier in den Platz hin. So, also zwei Längen vorher abdrehen. Dann gehen wir raus. Wenn wir ihn jetzt noch ein bisschen über den Triften haben, dann fahren wir. Als letztes Manöver können wir hier noch eine 90 Grad Landung machen, da vorne. Wir können also abfahren mit 90 Grad.
drehe dann in einem Schnupf ab und tue die Bremse. Dann gehe ich rausnehmen, einschlagen und vorwärts ziehen. Warte, bis man parallel ist, dann eine gerade und bremse. Und wir sind da. An diesem Steg da kann man auch alle seitlichen Manöver machen, vorwärts, retour etc. Das machen sie noch gerne. Und beim Ablegen müssen wir da ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht in die Uferzone kommen. Also dass wir da richtig so rausfahren, dann bis wir 300 Meter draussen sind. Okay, das wäre das Prüfungsgebiet in Schmericke, St. Gallen gewesen. Danke.